Hey, vielen lieben Dank und herzlich willkommen zum Skatebahn-Podcast. Herzlich willkommen zu Late Night Gaming am heutigen Freitag, den 13. September 2024. Schönen guten Abend um Viertel nach 10. Leider Gottes wie immer eine Verspätung, die nicht sein muss. Ich weiß es selber, die aber irgendwie gekommen ist durch mögliche Sportereignisse am heutigen Freitag. Denn ein freudiges Ereignis, die Bundesliga hat wieder angefangen. Das ist doch schon mal schön. Und kurz bevor ich jetzt gerade hier angefangen habe, mich hinzusetzen und kurz bevor die Übertragung gestartet ist, hat es noch zwischen dem BVB und dem ersten FC Heidenheim, die übrigens beide oben mitspielen, beide absolute Champions League Kandidaten sind für diese Saison. Heidenheim nämlich souverän nach zwei Spieltagen auf Platz 1. Das wird wohl nicht so bleiben. Borussia Dortmund führt aktuell mit 3:2 gegen Heidenheim. Karim Adeyemi, bleib ruhig, macht übrigens ein gutes Spiel für den BVB. Scheint was geholfen zu haben, ein bisschen bei der U21, ein bisschen down to earth, ein bisschen bei der U21 mitzukicken. Ein bisschen mal wieder runterkommen vom hohen Ross, ein bisschen lockerer das Ganze angehen. Scheint wohl gefruchtet zu haben bei Karim Adeyemi. 3 Scorer an allen 3 Treffern beteiligt für den BVB. So, das soll aber eigentlich gar nicht das heutige Thema sein. Ich weiß gar nicht, was spielen wir heute eigentlich für ein Spiel? Ich habe jetzt gesagt FIFA bzw. EA Sports FC. Wow, wow, in einer Woche kommt das neue Spiel raus. Das macht jetzt auch nicht mehr so Spaß, das alte FC 24 zu spielen. Fortnite gestern Abend war auch eine riesige Katastrophe, hat wenig Spaß gemacht. Boah, weiß ich auch nicht, ob man das dann nochmal spielen soll. Was spielen wir heute eigentlich? Könnte mich da noch jemand informieren? Später, gleich. Das wäre ganz gut. Das heutige Thema übrigens erst einmal heißt Transferhammer. Und dieser Transferhammer, der ging heute durch die Medien. Oh, da müssen wir mal eben ganz kurz dran gehen. Ja, hallo? Hallo, guten Tag, Regie. Ja, ich hatte ja eben die Frage, welches Spiel wir spielen heute, mit was wir uns heute beschäftigen. Okay. Okay. Also, nichts mit Fußball, rein gar nichts, aber kann ich jetzt auch am Anfang gar nicht mehr das erwähnen mit dem Transferhammer und zwar? Lassen Sie mich doch mal eben ausreden. Also, kann ich jetzt wenigstens das noch kurz sagen, was es mit dem Transferhammer auf sich hat? Das ist schön. So, und welches Spiel spielen wir jetzt? Präsentieren wir so. Alles klar. Dankeschön. Machen wir so. Gut. Also, ich habe herausgefunden, welches Spiel wir heute spielen. Das erklären wir gleich kurz nach dem Transferhammer. Am heutigen
Freitag, den 13. Ist übrigens kein allzu großer Clownstag oder so, wie der 1. April. Trotz all dem hat Schalke 04, auch wenn das Transferfenster schon geschlossen hat, seit sagen wir mal 12 Tagen, heute einen Top-Transfer getätigt. Neymar Junior kommt für 10 Spiele zu Schalke 04. Wow. Crazy. Und nicht nur wegen der sportlichen Aussichten, wegen der guten sportlichen Aussichten, die er bei S04 hat. Dort könnte er wenigstens spielen, anders bei Hal Hilal. Anders als es bei Al Hilal der Fall ist. Nein, er kommt wegen des Geldes nach Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen, so hört man, so munkelt man, verdient er deutlich mehr als in Saudi-Arabien. Dementsprechend hat sich Neymar kurzerhand für einen Transfer, zumindest für 10 Spiele, zum S04 entschieden. Und dann bin ich gespannt. Heute hat Schalke übrigens gespielt. Die haben, ich meine, wenn ich das richtig gesehen habe, 0-2. Ah, ärgerlich, 0-2 verloren. Bitter, bitter, bitter. Aber auch, dass der SC Paderborn gegen Münster nur 3-3 schafft, ist natürlich auch eine bittere Geschichte. Ich freue mich, Neymar demnächst in der zweiten Bundesliga zu sehen. Und schauen wir mal, was der Kreisliga-Kicker dort bei den Knappen so anstellt. Sehr gespannt. Übrigens hat Schalke 04 auch in den letzten Tagen irgendwann mal Werbung gemacht für Kryptowährung. Es deutet wohl alles darauf hin, dass bei S04 irgendwo was im Magen liegt. Aber ich weiß es nicht, was das sein soll. Vielleicht finden wir es ja noch raus in den nächsten anderthalb Stunden am heutigen Abend. Wir sehen uns gleich drüben wieder, so wurde mir gerade gesagt, mit X-Defined. Und dementsprechend sagen wir herzlich willkommen. Willkommen zurück. Ja, sehr nett. Dankeschön. Also mir wurde gerade gesagt, wir müssen die Zeit jetzt bis FC 25 irgendwie überbrücken. Dementsprechend werden wir uns heute mit X-Defined beschäftigen. Das Spiel sehen wir hier schon. Läuft auch sagen und oben auf 10 FPS ziemlich, ziemlich gut. Hallo natürlich auch an NNO95. Schönen Dank. Und das Interessante ist, dass wir am heutigen Tag schon einiges zu Gesicht bekommen haben, was den neuen FC 25-Teil angeht. Zum Beispiel Ratings. Die Spielerbewertung, die haben wir heute schon bekommen. Also wir wissen, wie gut, wie schlecht, was für positive, was für negative Eigenschaften die Spieler des neuen ESFC-Teils haben. Dort habe ich ein bisschen durchgeschnüffelt schon mal. Das ist auch alles so in Ordnung. Ist auch alles spannend, die Spieler erstmal alle wieder neu kennenzulernen. Aber das machen wir heute natürlich nicht, sondern beschäftigen uns dann damit, wenn auch wirklich FC 24 drin liegt in der Konsole. Wir kriegen das gar nicht als CD, sondern als Download, als Digitalversion. Auch gut, dann beschäftigen wir uns dann damit, wenn das runtergeladen ist. Dann machen wir das doch so und gucken mal. Doppelte Waffen-EP, wow. Ich habe dadurch, dass wir ein bisschen Call of Duty auch am letzten Wochenende gespielt haben, haben wir natürlich an sich erstmal gutes Aim. Ich habe mich mit X-Defined auch in den letzten Wochen ganz gut angefreundet. Heißt jetzt nicht, dass ich da auch gut drin bin, aber wir haben wenig Alternativen aktuell. Dementsprechend spielen wir das. Aus Mangel an Alternativen. Ist natürlich auch ein Spielekonzept. Weil es sonst nichts gibt, spielen die Leute das dann. Das ist natürlich in Ordnung. Sind alles Controller-Spieler hier? Guck dir das mal an. Oder ist das so gewollt? Gibt es da keinen Maus- und Tastaturspieler in diesem Spiel? Natürlich eine interessante Geschichte. Natürlich eine interessante Geschichte. As the hours pass, I will let you know.
hatte das Gefühl, ich muss müsste ganz, ganz viel spielen, um hier einigermaßen weit die Waffen leveln zu können. Hab das Gefühl, ich habe hier so gut wie noch gar nichts erreicht, obwohl ich die eine oder andere Runde schon gespielt habe. So ist es hier jetzt nicht. So ist es ja jetzt nicht. Du kannst zwar nicht die ganze Welt befreien, aber die Eroberungszonen sind ein guter Anfang. Dann machen wir das auch. Tres, Gott, Uno, nimm die Zonen ein. Verteidige sie bis zum Ende. Machen wir. Wir nehmen Zone A ein. Machen wir. Achso, wir müssen irgendwas einnehmen hier. Na, scheiße. Das Gefecht hat ohne uns begonnen. Also los, erobre die Zonen. Und ausgeschaltet. Ach, jetzt mit 31% hin, ne? Die Eroberungszone gehört. Oh, der ist schon tot. Boah, wie langsam drehe ich mich hier um? Hilfe. Aua. Das hat weh. Ein schönen Quickscope, den wir da kassiert haben, das ist natürlich nicht der optimale. Die Map ist ein bisschen strange, ist ein bisschen komisch, weil es sich auf so viele Ebenen gibt. Finde ich aber eine tolle Alternative, dass man sich hier jedes Mal so hochholen kann. Übrigens auch dieselbe Tastenbelegung wie in Call of Duty auch. Dementsprechend brauchen wir uns gar nicht doll umgewöhnen. Super Geschichte. Wollten wir den nicht in der. Okay, da wäre die sowieso viel am Platz gewesen. Die nicht. Ja, du gehst jetzt mal hier raus aus unserer Eroberungszone. Erstmal ganz weit weg. Ich kenne diese Map, ich weiß nicht, wo die Leute sind. Ich habe ja an sich gar keine Ahnung. Diese 3 AP. Gar keine Ahnung, wo hier was abgeht. Schon mal schlecht. Oder? Okay, da war ein Gegner, das ist cool. Erfrischend. Oh, die sind beide low. Sehr gut. Von wo? Ah, von da hinten. Weg. Ende. Ey, vielen Dank für die netten Worte. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Was wird der Sendung? Was klappt jetzt nochmal? Er greift gar nichts an, der Feind. Der Feind kann nach Hause gehen. Aber wenn diese Runde vorbei ist, würde ich mich tatsächlich erstmal an sich freuen. Boah. Würde mich freuen, wenn die Runde bald vorbei ist, weil wir spielen hier keinen guten Titel. Wow, das war echt schlecht gemacht. Ja, lass mal. Nee. Across the map. Auch manchmal so wild einfach eben runter, ne? Ich hab manchmal echt einfach Bock, irgendwo so runter zu springen, aber das könnte kontraproduktiv sein. Amigos erobern Zone C. Lass mal. Move ist halt völlig anders. Vollkommen anders als in Call of Duty Black Ops 6. Leichte Umgewöhnung. Das ist ein bisschen langsamer hier. Theorie war deutlich, deutlich schneller. Deutlich schneller. Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Ich habe ihn abgeaimt. Wurdest du oft genug getötet? Jetzt töte lieber selbst. Kannst du mir doch nicht erzählen. Wir rücken nach B vor.
Wir müssen irgendwie unsere Taktik umstellen. Okay, so. Wie ist es bei mir so? Halt. Es ist halt. Es ist wirklich halt geworden. Wir haben hier dieses Jahr fast dasselbe Problem. Vielleicht bin ich auch nicht mehr dran gewöhnt an den Temperaturen, aber fast dasselbe Problem wie jetzt hier auch. Es ist sehr, sehr kalt hier im Studio. Hinter mir. Und es wird teils nur wärmer. Dadurch, dass die ganzen Gerätschaften an sind. Mit dieser Map hier. Ein guter Spot, wenn man hier ein bisschen guckt. Ein bisschen links, ein bisschen rechts. Ich glaube, du kannst gar nicht mehr verlieren. Ich hab schon mit den Feierlern Cuidado. Ein feindlicher Spion schleicht mit seiner Brille herum. Genau so. Und so kannst du an sich eine Nuke kannst du hier runterspielen. Die ganze Zeit, ihr guckt von rechts nach links, von links nach rechts. Muss halt nur ein bisschen Aim haben. Ja, genau. Genau das Aim meine ich. Das muss man dann haben. Aber cooler Spot, da gehen wir jetzt wieder hin. Geil. Mega geil. Da geht's, glaube ich. Tief in der Front. Zack. Gar nicht so gut, bitte. Zu nah wird angegriffen. Ist mir egal. Du hast erledigt, bis wir hier sind. Keine gute Runde, aber weitermachen. Crazy. Crazy, 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 crazy. Elf Kills haben wir, das ist eine megamäßige Bilanz. Das ist ja Weltklasse. 11 Kills haben wir geholt. Ist das nicht was, hä? 11! Wow! Sogar zweistellig! Sensationell! Ich fass es ja nicht! Wie gut kann man das denn runterspielen? 11 Kills! Crazy! Unten in München liegt tatsächlich schon etwas Schnee. Das will ich wohl glauben. Bei uns ist es ja sogar relativ kalt. Dementsprechend kein Wunder, dass es dort sogar schon zu Schneefällen kommt. Crazy. Crazy, 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 crazy. Es kam so plötzlich. Ich hab mich da. Bin ich wahrscheinlich der Einzige, aber. Bin da so überhaupt nicht drauf eingestellt gewesen. So auf einmal war es kalt. Wir hatten vor gefühlt 10, 12 Tagen noch 30 Grad. Und auf einmal zeigt mein Thermometer 10 an. Und es ist frisch. Wirklich frisch. Ja, das ist wirklich frisch. 10 ist wirklich frisch. Ausrüstung, was Neues hier. Immer drauf da. Neuen Vorderlauf haben wir. Boah, Handstaub. Nehmen wir den nochmal. Ey! Die maximale Präzision hätte ich unheimlich gerne mitgenommen. Zoo, das kennen wir. Wir müssen eskortieren im Zoo. Wow. Nicht cool, aber wir haben eine Aufgabe, die werden wir jetzt erledigen.
Sind aber aktuell viele erkältet. Ich habe das Gefühl, es geht so eine Erkältungswelle auch rum. Anna? Das ist gut möglich. Dass das natürlich an unter anderem dem Wetter liegt. Eskortieren. Wir befördern dubioses Zeug. Das liegt allen Geregers im Blut. Das sind halt, die wollen wir genau erhöhen, genauso wie. Was haben wir denn da jetzt? Ach, ich starte mal hin. Okay. Crazy. Dann so lange auf das. So lange drauf geschossen, bis irgendwann mal. Da kommt doch einer. Ich hab dich gesehen. Auch wenn du unsichtbar warst. Ich hab dich trotzdem gesehen. Aber noch nicht tot. So nice. Diese Meter, die wir bis zu dem eskortierenden Objekt machen müssen. Die Meter sind jedes Mal sehr, sehr weit. Mach weg, die Nate! Oh mein Gott, warum kann ich die nicht zurückwerfen? Granate geholt. Fass es nicht. Ich fass es nicht. Kann jemand erste Hilfe leisten? Ah, gute Präzision. Oh, also. Eine gute Präzision. Okay, das hat mich etwas aus dem Konzept gebracht. Unter anderem die Erschütterung. Das Paket ist beinahe am Checkpoint. Mach mal. Check mal ein. Check mal ein, Jungs. Ach, Bro. Warum hiel ich mich nicht erstmal hoch? Und wieder den Weg. Wieder die 150 Meter Sprint dahin. Boah. Wir kommen von links jetzt. Wir kommen über den linken Flügel. Gut, hier ist schon einer, der hat die Sache schon clean gehalten. Dann haben wir das Schlachtfeld von hinten aufräumen. Ach, Bro! Ey! Da steht irgendeine Pflanze oder irgendein Stein, wo ich nicht hinter kann. Eine Statue war's! Das ist nicht dein Ernst. Manchmal ist Eskortieren eine so unheimlich ärgerliche Geschichte. Also unheimlich ärgerliche Geschichte. Ja, das Paket geht einfach zurück. Das ist crazy. Na, 15 Meter weit werfen. Nate wieder, ist klar. Oh Gott, da war ich. Digga, was sollen wir machen? Ich stehe hier 7 zu 8. Das ist absolut beschissen, wir kommen da überhaupt nicht durch. Gar nicht durch, wir kommen da gar nicht durch. Du verpasst den ganzen Spaß. Paket auf dem Rückzug. Push, push. Ja. Wir pushen. Oh, Alter, oh.
schneller! Kritisch! So, wir können rein, glaube ich. Oh. Dahinter, hab einen. Ich kann alle am Frei. Und eskortieren. Du bist fast an der Ziellinie. Sauber. Ey, wir waren schon fast da. Sogar. Oh, noch einen. Okay, schade. Oh mein Gott. Ah ja. 30 Sekunden sollen wir nicht schaffen. Schade. Wow, geile Runde. So. Crazy. Du musst jetzt verteidigen. Schicke das feindliche Paket zurück. Jetzt probieren wir das gleich nochmal. Crazy, crazy, crazy. Boah, schwierige Geschichte. Schwierig, 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 schwierig. Ah, oh, schade, zu früh. Wenn der Feind unseren Fortschrittspunkt passiert, gewinnt er. Also verhindere das. Und wieder ist das Ding unterwegs. Das werden wir keine 4 Minuten durchhalten. Ja, zu dritt alles. Sind ziemlich entfernt, natürlich. Gäbe es viel weniger marschierende Faschos auf dem Schild beinahe am Checkpoint. Oh Mann. Let's go! Libertad hat schon schwere Zeiten durchgemacht. Wir geben nicht auf. Oh, shit. Sehr, sehr, sehr stark. Crazy, crazy, crazy. Crazy. Oh, Scheiße. Ja, warum ist mit der Sprache aktiviert hier? Ich habe nicht mehr was an den Einstellungen verändert. Das ist genauso crazy. Ubisoft ist schuld. Wie immer. Eigentlich. Ubisoft ist schuld daran. Oh, schön. Super. Klasse. Ey, super. Toll. Wow. Nee, ist gut. So, jetzt machen wir als allererstes erst einmal den guten alten Sprachchat aus. Ton und Sprachchat. Wunderbar. Aus. Gut. Und ich wundere mich die ganze Zeit, wer redet denn da? Höre ich mich doppelt? Höre ich generell einfach Stimmen? Außerhalb von den Stimmen, die ich sowieso schon höre. Was ist da los? Wie kann das sein? Was passiert da?
Und es war einfach der Sprachchat, der an war. Dementsprechend hat sich das Ganze ja schnell aufgelöst. Schön. Freut mich. Super. Lass uns alle spielen, aber bitte nicht eskortieren. Und jetzt kommt eskortieren. Besetzung auf Noodleplex. Was auch immer das für eine Map sein soll, ich kenne sie nicht. Diese Map. Es scheint bestimmt gut zu funktionieren. Sag mal ja. Ja, ich bin bei deinem M4. Oh, bei. Klar, natürlich kennen wir Noodleplex. Natürlich kennen wir Noodleplex. Eine klassische MP-Map. Besetzung. Regel Nummer 48 der Revolution. Ein Guerilla nimmt nur ein, was er verteidigt. Dress. Gerne. Los. Uno. Neue Map. Du musst die Eroberungszone sichern, auch wenn sie sich bewegt. Ganz schnell realisiert, wo ich bin. Sehr schnell realisiert, wo ich bin. Also komm noch rein, oder? Die Lerne hat sich verändert. Die Eroberungszone bewegt sich. Dann dauert immer so extrem lange hier, ne? Sind die Szenen, wo man am meisten mich einfach am meisten ärgern, weil du auf in eine Richtung gerade schießt. Schießt gerade in eine Richtung und sofort kommt wieder ein anderer an. Wurdest du oft genug getötet? Jetzt töte lieber selbst. Crazy. Kriegen wir nicht durch. Ich will an sich nur ein bisschen die MP pushen. Aber das werden wir nicht hinbekommen. Egal, hey, was macht der da? Alle auf einmal auf ihn. Unbedingt mal ein bisschen die MP pushen, damit die einfach mal auch besser zu spielen ist. Natürlich absolutes Fallobst und er lässt die Nate fallen in dem Moment und diese Nate holt mich. Das ist zum Thema Fallobst. Gut.
geklärt. Wir sind in der Zone! Boah, Alter, das ist eine fucking MP auf der Range. Immer eine ganz schwierige Geschichte. Boah! Eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Moin Kolm, servus. Transferma! Ja, ja, ganz genau. Sehr, sehr, sehr richtig gelesen, den Titel. Sehr, sehr gut gelesen. Was meine ich damit? Ja, das ist das Problem, dass du einfach nicht schnell genug nachlädst und dass dieses fucking Magazin zu klein ist. Deswegen spielen wir so hoch. Der Transferhammer am heutigen Freitag, den 13. ist folgender. Neymar Junior wechselt zu Schalke 04. Sehr geil. Okay, weg. Wir haben uns gerade gegenseitig geholt. Na, ja, weiß ich nicht, kann dann. Und das hat Schalke 04 tatsächlich auf ihrem eigenen X-Profil, also ehemals Twitter, gepostet. Da steht drin, Neymar Junior wird für 10 Spiele verpflichtet, unterschreibt einen Vertrag und so weiter und so fort. Verhilft dem Verein für 10 Spielen weiter. Hintergrund der Geschichte ist, der Account von Schalke 04 wurde gehackt. Und zwar schon mal ein zweites Mal schon gehackt. Der wurde vor mehreren Tagen und Wochen schon einmal gehackt. Dort wurde dann Werbung für mehrere Krypto-Seiten und so weiter gemacht über den offiziellen Schalke 04. X-Account. Und jetzt ist einfach der Transferhammer, dass die angekündigt haben, dass Neymar dahin wechselt für 10 Spiele. Hat einen Vertrag unterschrieben und so weiter und fort. Also irgendwer hat den S04-Account auf Twitter, ehemals Twitter, jetzt X, gehackt. Crazy. Aber eine witzige Geschichte auf jeden Fall am Freitag, den 13. Und ein schlechtes Passwort, was Schalke 04 auf Exa. Das haben die verdient. Aber wir haben uns gegenseitig getötet. Oh, unglückliche Geschichte. Hier muss mal irgendwas geben wie Geist oder so. Ich rampel mir hier einen zurecht. Oh, gut, dass ich ihn so schnell erkannt habe. Oh mein Gott. Heizung auf 69. Moin. Training war gut heute, ja. Das stimmt allerdings. Hat wirklich Spaß gemacht. Frage ist nur, wer verbirgt sich in dem Namen? Heizung. Und kann ich mir jetzt so erstmal wenig vorstellen. Aber trotzdem, ey. Servus. Ich hab das Folgen abgefahren. Wir sehen im Heat. Danke. Oh! Ah ja, Handy. Okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Einfach wirklich ganz nice. Das Schöne war, dass bei diesem Regen der Rasen nicht so ganz stumpf war. Heute. Dass er echt mal ein bisschen besser geflutscht und gerollt ist. Schon lange nicht mehr auf so einem nassen Rasen gefühlt. Das ist wirklich ganz nice. Wo man mich eigentlich als klassischen Schönwetterfußballer kennt. Nicht wahr, Nico? Ja, also zu hoch, okay, das war in Ordnung. Aber ich fand, der Rasen war halt, dadurch, dass er so eine Nässe hatte, gibt's halt sofort mal direkt ein anderes Flair. Ne?
als wenn wir jetzt vor ein paar Wochen noch bei 30 Grad auf so einem richtig trockenen Rasen gespielt haben, wo du halt einen Pass spielst, der halt so halb verhungert, weil er halt so stark abbremst. Deswegen fand ich so die Nässe gar nicht so schlecht. Aber gut, so unsere Rasen findet hier sowieso auch nicht immer. Jim? Nee. Oh mein Gott. Alter, ich bin gar nicht mal so schlecht. Ah doch. Ich habe gerade gedacht, ich bin Mattis. Ja, wir stehen doch ein bisschen schlechter. Bro, warum schießt du nicht auf den, der vor mir steht? Da steht doch noch ein Gegner aus gegnerischer Sicht. Ist hinter mir. Ultra ist geladen. Bei dem meisten Wetter war der Rasen bei uns hier knüppelhart. Definitiv. Eigentlich ist der Platz immer extrem beschissen. Wow. Da kann Kolben sogar noch einen Lied von singen. Ich meine, wir haben ja früher auch ein bisschen auf dem Platz gespielt. Das ist übrigens mein Cousin, spielt auch Fußball. Ein Ort weiter. Aber ich glaube, Nico, wenn ihr zu uns kommt auf diesem Platz, das ist immer eine Katastrophe, oder? Ich glaube, dass alle anderen Dörfer sich wahrscheinlich auch immer beschweren über den Platz. Oh nee, kein Bock, da wieder zu spielen. Der ist... Ah, ist gut. Genau. Willst du machen, ne? Am besten abreisen, das Ding. Kann sein Campingplatz. Ultra gebrochen. Oh Gott. Es geht nicht ums Gewinnen. Nicht gewonnen. Nicht gewonnen! Crazy. Das ist crazy. Bin gespannt, wie es bei euch ist. Ja, den Platz kennst du ja an sich noch von früher. Also war der früher gut? Weiß ich nicht. Aber habe ich schon Lust drauf auf das Spiel gegen meinen Cousin. Das ist so, muss sich interessant anfühlen. Auch so zum Beispiel früher die Bender-Brüder, Lars und Sven Bender. Einer bei Leverkusen, einer bei Dortmund. Wenn die gegeneinander gespielt haben, waren das ja bestimmt für 90 Minuten die absoluten Rivalen. Ja. Das ist schon interessant. Könnte schon ein anderes interessantes Spiel sein. Könnte ein interessantes Spiel sein. Am meisten spielen wir hier sowieso nicht, sondern bei uns im Ort, wo ich wegkomme. Also nicht da, sondern in dem anderen Stadion. Nicht da! Sondern in einem anderen Stadion. Ich bin in einem anderen Stadion. Oh, die MB. Die haben wir eigentlich gut gelevelt. Müssen wir jetzt eigentlich gut gelevelt haben. Lass uns doch mal bisschen was draufschlagen hier. Was machen wir? Abgewinkelten Lauf. Visier brauchen wir nicht. Schnelles Magazin definitiv ein Schaff. Gerne. Visier ist alles Quark. Ja, ein Dreier Visier auf einer MP. Mega geil. Ja, auf jeden Fall. Auf einer MP ein schönes Dreier Scope Visier draufpacken. Sehr, sehr wichtig. Haben wir noch eine Mündung? Ich glaube nicht. Ne? Ich habe gar keine Ahnung von irgendwelchen Klassen. Ich habe generell keine Ahnung.
was hier gut spielbar ist, aber wir packen einfach mal drauf, was gut aussieht. Oh, sieht doch nur nach stabilen Waffe aus, oder? Annäherungsmine, eine Haftgranate hätte ich sehr gerne. Guck mal wann? Wieder nicht. Oh, gut. Was will denn Lord Snow jetzt? Ich hab den Sprachchat ausgeschaltet. Sprachchat ist wieder an. Aus. Ja. Gut. Schauen wir weiter. Ja, Nico, müssen wir gucken. Müssen wir gucken, dass wir da irgendwie einen freien Nachmittag erwischen. Regel Nummer 6. Eigentlich dürfte es das ja... Es gibt immer noch einen Krieg. Noch eine Kantina. Noch eine Eroberungszone. Gott, Udo, übernimm die Zonen. Bezwinge den Feind. Viva la Revolution. Amigos erobern Zone 10. Eigentlich dürfte das bei dir ja gar kein Problem sein. Bei mir vielleicht schon. Aber mal schauen. Kriegen wir hin. Die Eroberungszone gehört jetzt uns. Call of Duty spiele ich tatsächlich auch. Ja, ich habe letztes Wochenende die Black Ops 6 Beta gespielt. Natürlich, ja. Das ist jetzt für mich nur eine leichte Übergangsphase. Und zwar warte ich auf FC 25. Das leider erst in einer Woche rauskommt. Und mir gehen die Spiele aus. FC 24 ist natürlich Quatsch, das kann man jetzt nicht mehr spielen. Und dementsprechend muss man sich irgendwas suchen zum Ausweichen. Fixed Feind ist tatsächlich noch das Spiel von den Spielen, die ich so auswähle, was am meisten Spaß gemacht hat bis jetzt. Nicht wahr, Erlkönig? Ja, ich glaub schon, ne? Ja, bin ich auch. Ziemlich blutrünstig heute. Ah, bist du zu gierig. Hiel dich hoch. Das dauert lange. Und weiter geht's. Wir nehmen Zone B ein. Ich bin zu weit im gegnerischen Territorium. Gut, bisschen zurückziehen. Lass die erstmal wieder kommen. Dann schauen wir weiter. Eroberungszone umkämpft. Oh. Okay. Wo ist er? Oh mein Gott. Die Eroberungszone gehört jetzt uns. Der Feind greift Zone B an. Schlechte Sehen. Hey, 12-0. 13-0. Eine gute Runde. Bin auf New Kurs, wenn es das hier auch geben sollte. In. Nächste Feind. Keine Ahnung. Vielleicht keine Muni mehr. 36 Schuss. Wie komme ich denn an Munition dran? Nimm mal deine Waffe, Bro. Wenn im kritischen Zustand. Eine Dose Heilung. Komm sofort. Oh mein Gott, er ist der Erste! Nach 60 Kills oder so, der mich geholt hat. Wie komme ich denn hier an Munition dran in nächste Feind? Würde ich gerne mal wissen. Wäre jetzt relativ hilfreich gewesen. Wir nehmen Zone A ein. Na, ist zu weit weg, kommen wir nicht dran. Wir nehmen Zone B ein. Okay. Oh mein Gott. Oh, die Jungs sind drin. Auf FC 25, ja. Ist halt auch. Ich hab da jetzt schon Bock drauf. Nachdem ich so ein paar Ratings und so ein paar Eigenschaften heute gesehen habe, ich glaube, die komplette Datenbank wurde heute released. Dementsprechend haben wir so gut wie alle Ratings jetzt draußen. Boah, das sind schon die ziemlich geile Karten bei. Ziemlich geile Karten. Das Gefecht hat ohne uns. Also los, erobre die Zone! Wir nehmen Zone C ein.
Ja, also Nico könnte ein interessantes Duell sein. Könnte ein interessantes Duell sein. Jetzt beide ein bisschen körperlich präsenter. Ich weiß nicht, wann muss die erste gegen Nörde? Ich dachte, hättet ihr schon, Nico. Ich dachte, ihr hättet schon gegeneinander. Aber könnte echt ein spannendes Duell sein. Beide ein bisschen körperlich, ein bisschen physischer, ein bisschen körperlich präsenter. Könnte klappen. Könnte klappen. Spannendes Ding. Bin ich gerade jetzt verbrüdet in der Kühne? Oh mein Gott. Übernimm die Eroberungszone. Wehre den Feind ab. Die Eroberungszone gehört jetzt uns. Nächste Woche schon. Okay. Ach, der hättet schon. Verbündete auf B. Ja, gut. Nörde. Ich weiß er jetzt nicht. Oh, der war einfach Deckel. Ich weiß er jetzt nicht. Was hat mir gesagt, Nico? Also als wir gegen die erste gespielt haben, haben wir 7-1 verloren. Ah ne, habt ihr noch gar nicht gespielt. Sonst. Ah, okay, war ein anderes Game, ne? Wo du gesagt hast, habt ihr 8-2 verloren. War ein anderes Spiel. Ich glaube, das Ding holen wir nicht, weil wir einfach zu wenig Boden haben, ne? Richtig! Wir verlieren das! So. Ja, da. Lass mal auf W. Oh, das war meine Nate, die ihn geholt hat. Auch in Ordnung. Ich begebe mich mal ein bisschen mehr in die Ton rein, glaube ich. Gehört jetzt aus. Oben, von oben können die auch kommen. Ah, das ist crazy. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht, dass sie von oben auch noch reinspringen können. Das macht die Sache natürlich nochmal deutlich spannender hier auf B. Deutlich spannender. Ja, lass mal holen, oder? Mal holen das Gerät hier. Ach, come on, wie viele... Jungs, wo seid ihr denn? Ja. Kriegen wir den noch mit nach Nate? Ultra ist bereit. Die Eroberungszone gehört jetzt uns. Wo denn? Zone A wird angegriffen. Hier ist doch einer auch gewesen. Ja, über mir. Da bringt das alles nichts. Wir müssen jetzt B halten. Lass mich mal so schnell wie es geht dahin. Und dann gucken wir von diesem Spot hier aus, weil der Spot ist ziemlich gut. Hol den doch einfach. Hä? Sie sind in B. So low. Okay. Okay. Und ausgeschaltet. Ja, bringt nichts. Komm doch nicht weg. Ultra ist bereit. Steppen uns B. Boah. Holy shit. Wird das ja morgen was mit der Revolution, hä? Wir haben uns gerade eine Halbzeit Video von mir angeschaut. Das ist crazy.
wir die Zeit überbrücken mussten. Als du 90 zu 3 gemacht hast, fest in der Kabine als im Stadion. Ja, das ist doch top. Hier auf Twitch oder was? Ja, wahrscheinlich. Irgendein Clip. Also irgendeine Sendung von vor ganz, ganz langer Zeit, wo wir noch uns mit Fußball beschäftigen. Wann war das denn? Nein, das war gestern! Haben wir gestern Fußball gespielt? Ja, gestern habe ich Fortnite gespielt. Das war am Montag. Es war heute Freitag, ne? Jetzt muss ich mal eben überlegen. Das war am Mittwoch. Mensch, diese Wochentage. Das ist aber auch eine echt schwierige. So, vielleicht eine schwierige Angelegenheit. Ja, ich habe diese Tage habe ich noch FC 24, den Abschluss gemacht. Den Saisonabschluss in FC 24 habe ich diese Tage gemacht. War in Rivals. Ja, habe ich diese Tage. Das müsste am Mittwoch gewesen sein. Und zwar am Mittwoch, den 11.09. Mit dem Thema. Ja, Saisonabschluss. Wer ist denn auf diese Idee gekommen? Kann nur einer von den Menschen aus meinem Ort gewesen sein. Wer ist denn auf diese Idee gekommen? Kann nur einer von den Menschen aus meinem Ort gewinnen. Ja, Lukas, das ist sehr gut möglich, dass er ist. Also hätte ich jetzt auf Janni oder auf Lukas getippt. Oder auf... Ja, nee, nicht Luis. Aber auf Janni oder Lukas hätte ich getippt. Oder auf Jakob. Ja, ist okay. Ist okay. Ich freue mich bald schon wieder auf dem Platz zu stehen, FC 25. Es wird eine tolle Zeit. Nächste Woche ist nächsten Freitag. Ja, genau in einer Woche, in 7 Tagen. Um diese Uhrzeit sitzen wir hier. In FC 25. Crazy. Besetzung. Diktatoren haben ihre Hauptquartiere. Guerillas haben ihre Eroberungszonen. Tres, dos, uno. Handy, da können wir uns mal anders mal drüber unterhalten. So mit so, was ich an sich privat mache und was weiß ich was. Rede ich an sich gerne in der Öffentlichkeit hier nicht drüber. Kann man sich so mal drüber unterhalten. Aber mit Sicherheit kein Ding. Ich frage auch meistens, wenn irgendwer mal vorbeikommt oder was weiß ich, sag ich so gut wie nie, was ich sonst so privat mache. Sag ich so gut wie nie. Aus persönlichen Gründen. Das ist eine Map für einen MP. Wir werden jetzt die MP5 wieder rausholen. Nach dem nächsten Tod. Die ist einfach schneller gezogen, die Waffe. Die ist leichter, die ist kleiner. Die Eroberungszone bewegt sich. Hold of Range geht da nichts. Aber das ist scheißegal, weil es hier sowieso eine Lücken gibt. Okay, ja. Oh! Verteidige die Zone! Wow, wo ist er denn jetzt? Gib mir mal die MP5. Wie flexibel man damit ist. Diese MP5. Super geil. Boah, damit werden wir keine 2 Gegner holen. Go! Ob ich einen Black Ops 6 hole? Ich weiß es noch nicht. Scheiße, die Beta war schon in Ordnung. Die Beta war in Ordnung. Es ist halt nur eine echt ziemlich komische Sache mit dem Skill-Based Matchmaking. Also die Lobbys waren teilweise echt unheimlich anstrengend. Die Lobbys waren wirklich unheimlich anstrengend. Es gab zwar einen Trick, den habe ich selber nicht angewandt.
wenn man mit einem, was weiß ich, PlayStation 5 zweiter Account oder irgendwie so spielt, dann hast du so ein paar mehr Bot-Lobbys gekriegt. Aber wenn man sich Black Ops 6 dann holt, das ist halt alles dann wieder Skill-Based mit Skill-Based Match, dann musst du dir wieder einen abschwitzen. Das ist schon crazy. Aber vielleicht ja, ich weiß nicht. Mal gucken. Zone wird gesichert. Ich bin mir da echt noch sehr unentschlossen. Sehr unentschlossen. Hey, geh mal weg. Sehr unentschlossen. Aber man sieht so das Movement, die Waffen, das hat sich alles schon echt gut angefühlt. Ist auf jeden Fall mal deutlich schneller als X-Defiant, das muss man auch ganz klar sagen. Deswegen komme ich wahrscheinlich auch X-Defiant aktuell so gut klar, weil es ein deutlich langsameres Spiel ist als Black Ops 6, ne? Deutlich weniger fancy Animationen und fancy Movement. Da kannst du springen, hechten, was weiß ich was. Oh mein Gott, ich will mich rufen, ne? Ja, weiß gar nicht, wann ist der Release-Termin von Black Ops 6? Wahrscheinlich irgendwann wieder im November, oder? Wahrscheinlich im November wieder irgendwann. Oktober, November. Oh. Haben wir ein bisschen Zeit bis dahin. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ja, machen wir. Wir holen uns alles, was geht. Wo denn? Man hat eine echt super Übersicht von hier oben. Ah. Problem ist, ich sehe keine Gegner. Trotz der guten Übersicht. Da ist keiner. Da ist einer. Da ist wieder weg. Da ist wahrscheinlich auch irgendwo einer. Da ist nur ein Teammate. Ja, okay. 25:10. Ja gut, haben wir noch ein bisschen. Haben wir noch ein paar Tage Zeit. Da. Aber so als Ausweichspiel. Zu FC. Warum nicht? Warum nicht? Vielleicht. Vielleicht machen wir das mal. Also die gegnerischen Spieler sind teilweise echt nicht so gut, ne? Dafür haben wir keine gute Bilanz hier. Über mir. Schnelles Magazin, man merkt sofort, wie viel das ausmacht hier. Der Typ, ne, das ist auch an sich Fall auf. Der läuft hier den ganzen Tag rum wie so ein Blindfisch. Oh, von hinten. Ja, die Gegner gewinnen. Na, das war ein Teammate. Wo? Oh! Seid ihr? In der Zone, ne? Nein. Oh. Oh, come on. Ah. Das war der Gegner, der gar nicht so gut ist. Oh. Oh, 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 oh.
sind viele, das sind sehr, sehr viele. Ein feindlicher Spion hat die Sonarbrille aktiviert. Aber wir können hier auf dieser Map super gut die MP leveln, weil es halt wirklich auch eine fast klassische MP-Map ist. Hallo? Hinter mir. Es sind so schöne enge Räume, beziehungsweise schöne enge Gänge. Viel Deckung teils. Hier ist wieder was vor. Es ist wie so eine Paintball-Halle oder so aufgebaut. Ich glaube, so heißt die Map irgendwie. Halle. Und nach wenigen Runden kommen wir schon wieder rein in Sachen Aiming. Weg. Ja, da eigentlich. Geh hoch. Ein feindlicher Spion schleicht mit seiner Brille herum. Weg mit deiner Brille. Oh shit. Oli noch! Schieß in die Waffe hin. Hallo. Leicht gesehen. Ah. Das Team macht tatsächlich halbwegs Spaß, ja. Die Zone ändert den Standort. Wir verlieren das trotzdem, ne? Überhaupt gar nicht auf die Krone gehe, sondern fast nur darauf, diese fucking Waffe zu leveln. Zone wird gesichert. Das ist schön. Stell dich mal ein bisschen hier rein, Jungs. Oh, come on, ein Hit. Bin ich irgendwie reingekriegt. Wieder lau, immer noch lau, immer noch lau. Start. Oh, was ist nur? Ah. Oh. Wir sind in der Zone. Zone bewegt sich. Dann kommen die von der anderen Seite jetzt richtig. Richtig. So, da kommen wohl mehr als nur zwei Leute. Verteidige die Zone. Ja, come on. Zone ist umkämpft. Big Ben, moin. Servus! Grüße und schönen Abend. Eroberung läuft. Ja, hinter mir. Ultra ist geladen. Ja, ein echt einfallsreicher Name, ne? Call me Daddy. Zone ist in Gefahr. Oh, da sind. Ja. Werden das Ding hier verlieren. Einfach weil wir zu wenig in der Zone waren, ne? Zone wird gesichert. Zone bewegt sich. Eine Dose Heilung kommt sofort. Wo denn? Willst du denn den Ultra? Nate explodiert die vielleicht noch und nimmt jemanden mit. Das ist nicht der Fall. Neues Magazin. Will hier noch keiner kommen, oder? Machen wir doch. Kann man töten? Boah. Diese Action. Ah!
Nein! Oh, ah. Ah! Ah! Wieder Nate! Oh mein Gott! Waffen sind nicht nachgeladen! Crazy! Gut. So, wir sind drin. Geh rein in die Zone. Wir holen das noch, 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 wir holen das noch. Hinter uns. Wir holen das noch, die holen das. Wir holen das, es geht bis 150 unter die Zeit. Ist da jemand rum? Komm schon, Jungs! Oh, ha. Wilde Schlussphase hier. Wirklich wilde Schlussphase. Ja, wir geben doch unser Bestes. Der Kampf ist fast vorbei. Meine Güte, nee. Ein feindlicher Spion hat die Sonarbrille. Ja, sauber. Immer rein da. Nein. Oh mein Gott. Die gewinnen. Wir müssen da rein. Wieder rein. Die gewinnen. Ey. Oh. Nie im Leben. Die war wirklich wild, die Runde. Die war wirklich wild. Die war wirklich wild. Vor allem hinten raus war viel Action. Viel Action. Wir haben eine Zweierkarte. Wir haben. Aber das sind nicht mal mehr die meisten Kills, ne? Nur drittbester mit 52 Kills geworden. Ey, warum macht ihr das Licht aus? Jungs. Das Licht geht aus. Warum? Zum Feierabend. Wir haben doch noch. 2 Minuten haben wir noch. Ich habe nur noch eine Runde in den 2 Minuten. Wir werden da eben die Waffe, da wir die MP gerade so gut leveln konnten, werden wir die mal eben. Ah, da gibt es bestimmt jetzt tolle Sachen. Hier, Mündung, zack, schön. Laufverlängerung, alles draufgepackt jetzt hier. Da. Schön taktischen Dings. Ah, ja. Komm, lass mich bearbeiten. Lass mich die Waffe bearbeiten. Danke. Leichtes Magazin. Gut. Hintergriff. Okay, können wir uns nicht erlauben. Dafür aber das Ganze. Nehmen wir mit. Schauen wir mal, wie die MP5 mit diesen Aufsätzen auf Times Square. Auf jeden Fall. Das funktioniert. Auf gar keinen Fall. Gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Gar keinen Fall gehen wir in Times Square rein. Ja. Eskortieren geht. Ja. Okay. Könnte passen. Respawn.
Ich laufe und ich laufe und ich laufe und ich laufe. 100 Meter, 80 Meter, nur noch 70, 60, 50. Jetzt das Schöne ist, das müssen wir gleich bei dem nächsten Tod alles wieder laufen. Bei jedem Tod laufen wir so weit. Lass mich mal hin. Position. Nein. Oh, er will da einfach hinlaufen, oder? Das ist eine gute Idee. Mega, was wollen die beiden denn jetzt hier vor mir? Und schon wieder 100 Meter laufen. Guck mal, unten sieht man das sogar. Wann man slidet und wann man läuft. Das kann man nicht an den Geräuschen oder generell an den Bewegungen erkennen. Wie schnell oder wie langsam man ist. Nein. Wenn man darauf achtet, dann ist das mal einfacher. Na, ja, da hat man auch nicht mit gerechnet, ja? Und wo? Und wo? Mit was? Mit dem Feuer? Das ist doof. Das Feuer. Das Feuer war's, das Feuer war's, das Feuer war's, das Feuer war's. Aber ey, das Paket steht, die kommen wohl scheinbar nicht voran. Die Jungs. Außer hier. Ich weiß nicht, was das ich wusste es, dass da noch einer drin steht. Ich wusste nur nicht wo. Aber ich wusste, dass da noch einer drin steht. Nicht das Paket befördern. Ah, come on. Und die stehen gut und stehen lange. Hier, guck mal wieder. Schön das Paket nach hinten treiben. Sag, auf einmal sind die Gegner doch wieder da. Defensiv gesäubert, das ist schön. Hat mir nur deutlich mehr Spaß gemacht, hätten wir den anderen Gegner auch noch getötet. Ah, Mann ey. Hey. Komm mal weg, 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 weg. Oh mein Gott! Kommen so schnell nicht um die Ecke. Paket bewegt sich rückwärts! Der Feind ist so gut wie am Checkpoint. Aber 26%, das ist gar nichts in diesen 5 Minuten. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich schon in Ordnung. 26% sind an sich echt nichts. Ja, das sind 3. Okay. Hat das Paket zu eskortieren, stehen die da einfach rum. Hier die 3 von der Tankstelle. Und es geht wieder 3 Minuten weiter. Ah, das ist bitter jetzt. Ja. Wenn im kritischen Zustand. Boah, stark aber. Gut gemacht. Sehr gut. Sehr, sehr schwach. Across the map! Geht's überhaupt lang? Ja, geht es. Nein. Wir hätten... Das Ding feindlich
ich das Paket befördern. Da noch eine Nate reinwerfen müssen. Und jetzt läuft's halt wirklich wieder gut. Und das Paket, das rollt jetzt richtig an hier. Oben ist einer. Zu weit drin. Wir stehen. Kommen alle wahrscheinlich sogar von oben. Na, hier können wir gut halten. Tolle Position. Die laufen alle vor meine Flinte. Super. Ja, müssen wir wieder zurückgehen, ne? Ah! Wir erfrischen. Wir erfrischen. Let's go! Hinten raus eine richtig gute Performance abgeliefert. Geht zum Angriff über. Vorwärts mit dem Paket. Hinten raus eine richtig gute Performance abgeliefert. Wenig Tode eingefahren, aber viele Kills gemacht. Sauber. 31,9 ist sogar gut. Eine 70er Latenz bei Ronon. Oder Ronin. Okay, dann lass uns mal die 66,1% knacken. Wer ist der Eichard? Eichard. Ah, das war. Wir machen jetzt, ich versuche jetzt was. Pass mal auf. Wir versuchen jetzt was. Also die Nate haben wir ungefähr 3 Sekunden in der Hand. Bei 4 drücke ich drauf. 1, 2, 3. Der Feind hat nicht geliefert, was gut für uns ist. Okay, wir müssen nur seinen Fortschrittspunkt passieren. Oh, das ist der erste, der mich geholt hat. Und er hat sogar 2 Leute geholt. Das war ein Level 3er. Oh, das ist nicht schlimm. Zwar hat das Gefecht schon angefangen, aber noch können wir Spaß haben. Beförder das Paket. Ja, sind wir jetzt dabei. Auch wieder verbrannt. Ja, ist klar. Oh. Das war eine komische Bewegung. Oh mein Gott, der hat 1 HP. Geh jemand dahin und guck ihn einfach nur an, dann ist der tot. Wirf einen Stein auf den. Da muss der tot sein. Oh Mann, ey. Was sind die denn jetzt hier links? Wir erfrischen. Lauf mit dem Scheißpaket. Lauf. Einfach nur laufen, einfach nur vorantreiben. Hier, yeah, zack. Checkpoint ist nicht mehr weit weg. Checkpoint erreicht. Muy bueno. Muy bueno.
brenne schon wieder. Verbrennungsdrohne. Die ist auch ziemlich weird. Und das klappt halt jedes Mal irgendwie, ne? Ja, hier kommt die ganze Infanterie. Und die 5 Leute auf einen zulaufen. Aber kannst du wenig machen, ne? Ja, das holen wir also. Wir sind jetzt fast da. Wir haben ihren Fortschrittspunkt und den Sieg fast erreicht. Ja, gut. Wir sind jetzt schon bei 63%, ey. Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Gut. Wir müssen jetzt alle Mann nochmal bündeln. Alle nochmal rein. Schauen wir. Was passiert? Wieder links, ich konnte nicht fahren, aber ich habe gesehen. 172 Meter zu laufen. Muss ja irgendwie machbar sein. Mit cleveren Bewegung muss es irgendwie möglich. Vielleicht. Ein guter Sieg. Daran wird sich stark. Sehr, sehr stark. Und es war auch einfach dann eine gute Runde und es hat Spaß gemacht, heute Abend X-Defiant zu spielen. Hat es. Es hat ganz simpel und einfach Spaß gemacht. X-Defiant. So. Einen Dreier-KD habe ich. Nicht? Nein. Bin trotzdem Erster. War eine gute Runde. Oh, was kriegt denn da jetzt? Thumbs up. Daumen nach oben. 2 Daumen nach oben. MVP. Aber. Ich hab 2 Daumen nach oben gekriegt von den Teammates. Das ist die beste Anerkennung überhaupt. Dass Leute in meinem Team mir einen Daumen nach oben geben. Wow, crazy. Lange nicht mehr sowas Schönes erlebt. Highlight des Tages. Highlight des Tages. Und dabei wird es wohl auch bleiben am heutigen Freitag, den 13. Guck mal. Wir sind mit der AK von Level 46 auf Level 51 hochgegangen. Holy shit. Crazy. Crazy, crazy, crazy. Big Ben, danke dir. Ey, war wirklich eine gute Runde. Was können wir da tun an der AK? Und wann ist die eigentlich vollständig zu Ende evolutioniert? Wir haben eine MP7, wir haben eine P90, wir haben eine Vector, die wir noch spielen können. Schrotflinten sind sowieso schmutzig, Scharfschützengewehre. Auch. Wir haben eine 16, das ist allerdings eine Burst-Waffe und wir haben dann noch eine ganz komische Waffe. So, was können wir hier noch tun? Hilldämpfer, ja, das macht ein wenig Sinn, ne? Macht der Kompensator an sich am meisten Sinn. Schnelles Feuer. Weiß auch nicht, was das Beste hier drauf ist, so. Es scheint so, als hätten wir die vollständig zu Ende evolutioniert. Evolutioniert. Es scheint so. Wir haben ja alles, was wir brauchen, haben wir alles. Blau. Minus 20 vertikale Rückstoßkontrolle. Mündung, brauchen wir das? Probieren wir die AK 47 mal so aus. Allerdings nicht mehr heute. Heute muss ich mich leider Gottes jetzt
abschieden. Das war's für Freitag, den 13.09. Morgen Abend ist genau was? Richtig, ein tolles Event und zwar wirklich eine Empfehlung. Hat nichts mit dem Internet oder irgendwas zu tun. Wirklich im linearen Fernsehen findet morgen etwas statt. Das werde ich mir angucken und danach setze ich mich dann hier hin. Mit was für einem Spiel auch immer. Morgen Abend ist der Boxkampf zwischen Stefan Raab und Regina Halmich. Ich glaube, live zu sehen bei RTL. Stefan Raab, ich habe den früher unheimlich gerne geschaut. Das ist natürlich was anderes, wenn man einen Boxkampf macht, als wenn man lustige Sprüche kloppt bei Tipper Total. Allerdings will ich Stefan Raab mal wiedersehen. Und deswegen freue ich mich darauf. Ich glaube, morgen 20.15 Uhr geht es los auf RTL. Das schaue ich mir dann an. Und wenn wir dann damit durch sind, werden wir uns hier hinsetzen. Ja. Und uns vielleicht nochmal mit X-Defund beschäftigen. Das war das Spiel, was mir in den letzten Tagen am meisten Spaß gemacht hat. Fortnite war gestern ziemlich Rampe. Und FC24 war ein bisschen öde. Aber mal schauen. Er hat damals aufs Maul bekommen. Vor etlichen Jahren. Das habe ich wohl mal gehört. Ich habe den Boxkampf natürlich damals nie gesehen. War ich noch zu jung, für habe ich mich nicht interessiert. Aber morgen werde ich wohl ganz anders. Stefan Raab ist mittlerweile schon Mitte, Ende 50. Dass der sich sowas nochmal traut. Und was sind die Hintergründe? Warum macht Stefan Raab das? Warum kommt er jetzt nach 9 Jahren nochmal zurück ins Fernsehen und macht einen Boxkampf? Kommt da vielleicht noch mehr? Ist das vielleicht ein Sprungbrett für alle möglichen weiteren Social Media Aktivitäten? Wer weiß. Regina hat ihn damals die Nase gebrochen. Wie lange ist das her, dass Stefan Raab diesen Boxkampf gemacht hat? Wann war der erste Boxkampf? War das in den frühen 2000er Jahren? Es ist natürlich, man muss sagen, okay, ist es eine Frau, die erstmal vielleicht körperlich einem Mann objektiv unterlegen ist. Aber ich glaube, die ist selber auch Boxerin gewesen. Und dann Stefan Raab ist mittlerweile auch echt alt. Wahrscheinlich. Ich habe ihn lange nicht gesehen. Keine Ahnung. Auf Instagram hat er nur komische Fokus und Videos gepostet. Fotos, gar keine. Videos, wo er sich einmal irgendwelche Haare hat machen lassen. Dann hat er irgendwo mal auf einer Insel gechillt und ein bisschen geangelt. Und mit so einem dicken Bauch und so weiter und so fort. Das ist natürlich alles nicht echt. Er wird ähnlich aussehen wie vor 9 Jahren auch. Oh. Aber bin gespannt. Regina war Boxprofi. Das ist krass. Das ist krass. Dass man sich das traut. Vor 23 Jahren war der Kampf. Also 2001. Das ist krass. Bin gespannt. Das werden wir uns morgen anschauen. Big Ben, wenn du so viel darüber reist, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass auch du das schauen wirst. Und dann gucken wir mal, ob wir morgen vielleicht selber auch UFC spielen werden nach dem Boxkampf. Ich glaube eher nicht. Schönen Samstagabend noch. Nein, wir haben gar nicht Samstag. Wir haben Freitag erst. Schönen Freitagabend noch. Einen schönen Start ins Wochenende natürlich. Und bis morgen. Viel Spaß mit Bundesliga, viel Spaß mit dem Boxen und so weiter und so fort. Bis für die Nacht. Bis morgen ab 11 Uhr.